So, der Teich ist leer. Diesmal wortwörtlich leer. Er war davor, aber auch schon leer. Das ist unser größter Teich, unser größtes Teichgebiet. Wir haben hier 28 Hektar Wasser. Das ging heute recht schnell alles. Und der Kormoran rottet ja keine Fische aus oder keine Fischbestände oder irgendwas. Wir haben hier über 100 Kormorane gehabt seit September. Ich war ja allerdings 5 Wochen im Krankenhaus. Hier kann ich weder schießen noch vergrämen. Ich konnte selber auch nicht filmen. Auf meinem anderen Video sieht man ja noch über 44 Kormorane und über 60 Reiher, also über 100 Vögel. Wir haben hier die letzten Tage noch über 20 Gänsesäger gehabt. Wir haben hier bis zu 500 Enten und Blässrallen gehabt. Wir haben eingesetzt 'n den Teich über 400 Kilo Fisch, über 400 Kilo. Ja, vom Wutausbruch zu einer Verzweiflung. Über 400 Kilo, oder knapp, im Nachbarteich haben wir über 400 Kilo Weißfisch eingesetzt. Wir haben hier in diesem Teich 320 Kilo Weißfische eingesetzt, zuzüglich 50 Kilo Laichweißfische, also fast 370 Kilo Fisch. Da sind ja bestimmt immer mal wieder Schleien unten drunter, weil die sortieren wir ja nicht raus. Wir haben heute 1 Zentner Weißfische gehabt. Beziehungsweise den knappen Zentner, was wir noch haben, kannst du wegschmeißen. Die sehen aus wie Scheiße. Wir haben hier 3000 K1 eingesetzt. Übrigens auf dem YouTube-Kanal unter wo ich berichtet habe über die Abwachsalaten, habe ich hier 3000 K1 eingesetzt. K2, 15 Stück. Völlig zerrissen. Die Fisch kannst du wegschmeißen. Die kannst du in Not erlösen. Wir haben abgefischt 12 Stück Schleien. Erwartet hätte ich Schleien und Weißfische Minimum 1,2 Tonnen. Im Nachbarteich waren es noch mehr. Minimum 1,2 Tonnen. Verlust auf diese zwei Teiche von bis zu 100 Kormoranen. Über 2,2 Tonnen. Was im September und Oktober jetzt hier vernichtet wurde. Wir haben nichts. Die Speisefisch, also die großen Karpfen, die K3 und die K4, die sind alle da. Ja. Und? Hätte ich jetzt noch 3 Tage gewartet, hätte ich keinen einzigen Fisch mehr außer Großkarpfen gehabt. Alles weg. Das gestrige Zeitungsinterview, da hat der NABU, meine Ortsgruppe, schöne Grüße an die Verbandsseite. Jetzt muss ich mich beruhigen, dass ich nicht schon wieder in Hass überschwenke. Was sagt hier ein Vogelschützer, ein
ortsbekannter Vogelschütze. Man muss in den Brutkolonien anfangen. Der einzelne Jäger schafft es immer. Wir schaffen es. Kein Kommentar.